Salut Leute, Herbstzeit heißt auch Kuchenzeit. Jetzt backt man diese ganzen Hefetorten und wir zeigen einfach mal das Grundrezept für einen süßen Hefekuchen. Die Zutaten daraus sind Mehl, Backpulver, lauwarme Milch, Butter, Zucker. Optional kann man Ei reinmachen. Muss aber wirklich nicht sein, das ist das Grundrezept. Lässt sich natürlich auch super einfach veganisieren. Sojamilch, Margarine, also überhaupt kein Problem. Hefe, wir nehmen mal die Trockenhefe. Die lässt sich auf Vorrat gut im Haus halten. Frische Hefe würde man etwas anders verarbeiten. Und wenn das gewünscht wird, schreibt es mir als Kommentar, dann machen wir das. So, die trockene Hefe, die mischen wir unter das Mehl. Dann kommt lauwarme Milch, also wirklich so lauwarm. Hier rein, 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Hefe, 300 Milliliter lauwarme Milch, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker oder Rohrzucker, ich bevorzuge ja gerne halt diesen Rohrzucker, mir persönlich schmeckt der etwas besser. Dann könnt ihr natürlich die Küchenmaschine mit einem Knethaken nehmen, aber ich zeige es ja auch einfach, dass es auch ohne alles geht. Einfach wie eure Großmütter es gemacht haben. Mit dem Küchenlöffel verarbeiten, aus der Mitte heraus in die Außen nach außen. Klar, klebt da mal ein bisschen Mehl rüber. Das tut es aber mit der Küchenmaschine genauso. So. Jetzt braucht man sicherlich ein bisschen Kraft. Schön rühren. Und am besten noch mal etwas schlagen. Süße Hefeteige. Deswegen machen wir es meistens ja mit dem Mixer, also mit diesen Knethaken. Dann braucht ihr das nicht so manuell zu schlagen. Und durch die Schlagen, da schlagen wir richtig die Luft rein, die wir brauchen. Das bekommt den Hefeteig super gut. Aber so hat man es früher gemacht. Und ich finde auch, es ist immer wichtig, einmal zu zeigen, wie ist es wirklich. Wie macht man es wirklich? Ne? Im Prinzip wie beim Spätzleteig. Kommen hier so leichte Bläschen, das reicht schon. Abkratzen, sauberes Küchentuch drauf, an einem warmen Ort für eine halbe Stunde. Mindestens ruhen lassen, kann natürlich auch länger ruhen. Ja, wie ihr seht, wir sind noch drin, Regen hat uns überrascht. Der Teig hat jetzt gut, eine halbe Stunde. Er geht natürlich nicht so groß auf, jetzt werden hier Baguette-Teig gemacht, ne? Ist klar. Soll er ja auch gar nicht, aber man sieht es, wenn man hier anfasst. Eine ganz lockere Sache. Wir mehlen hier mal die Tischplatte ein. Wie man so sieht, schön immer mit Mehl in die Hände nehmen. Ne? Wie er sich bewegt hier. Das ist ein ganz toller Teig. Eine super Konsistenz. So soll der sein. Ne? Bon Appetit wünsche euch, euer Biokoch. Habt ihr mehr Interesse an Grundrezepten? Unten läuft ein Mürbeteig an, also auch ein Basic. So macht man einen Mürbeteig. Dieser klassische 1, 2, 3 Mürbeteig, aus meiner Sicht der funktionalste Mürbeteig, den es überhaupt gibt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, Like, Teilen und so weiter, freue ich mich besonders.